Die Zauberin, Kapitel 1. Ich hatte eine abgelegene Stelle aufgesucht, weit weg vom Highway und den Leuten, um die morgendlichen Schatten auf den spektakulären Lavabergen rund um den Gran Desierto in Südarizona zu zeichnen. Die dunkelbraunen Felszacken blitzten förmlich auf, wenn die Sonne ihre Spitzen berührte. Um mich herum lagen verstreut riesige Brocken porösen Gesteins, Überreste der Lavaströme eines gewaltigen Vulkanausbruchs. Ich machte es mir auf einem dieser Felsen bequem und vertiefte mich ganz in meine Arbeit, wie schon so oft, alles um mich herum vergessend, außer dieser wilden, zerklüfteten Schönheit. Ich hatte gerade den Umriss der fernen Berge mit ihren Vorsprüngen und Vertiefungen skizziert, als ich bemerkte, dass ich von einer Frau beobachtet wurde. Es ärgerte mich maßlos, dass jemand meine Einsamkeit störte. Ich gab mir alle Mühe, sie zu ignorieren, aber dann kam sie auch noch näher und ich drehte mich wütend nach ihr um. Die hohen Wangenknochen und das schulterlange schwarze Haar verliehen ihr eine eurasische Note. Ihre glatte, weiche Gesichtshaut machte es schwierig, ihr Alter zu schätzen. Sie hätte 30, aber auch 50 sein können. Sie war gut 10 Zentimeter größer als ich, also ungefähr 1,75, aber mit ihrem kräftigen Körperbau wirkte sie im Vergleich zu mir geradezu massig. Dennoch strahlte sie in ihrer schwarzen Seidenhose und der orientalischen Jacke eine kraftvolle Behendigkeit aus. Ihre Augen fielen mir auf, grün und funkelnd. Etwas Freundliches schimmerte aus ihnen und mein Ärger verflog. Ich stellte ihr die ziemlich törichte Frage, wohnen Sie hier in der Gegend? Nein, sagte sie und kam noch ein paar Schritte näher. Ich bin unterwegs zur Grenzstation Sonoyota. Ich wollte mir nur ein bisschen die Beine vertreten und finde mich plötzlich in dieser gottverlassenen Ecke. Ich war so überrascht, hier mitten im Nirgendwo jemanden anzutreffen, dass ich der Versuchung einfach nicht widerstehen konnte, sie zu stören. Sie streckte mir ihre Hand hin. »Ich heiße Clara Grau.« Ich nahm ihre Hand und erzählte ihr, ohne zu zögern, dass ich bei meiner Geburt zunächst den Namen Taisha bekommen hatte. Dieser Name meinen Eltern aber nicht amerikanisch genug klang, so dass sie mir schließlich den Namen meiner Mutter gaben, Martha. Mir war dieser Name zuwider und für mich selbst war ich schließlich auf Mary gekommen. »Ist ja interessant«, sagte sie versonnen, »drei Namen und so verschieden. Ich werde sie Taisha nennen, weil das ihr Geburtsname ist.« Das freute mich. Es war der Name, den ich insgeheim selbst gewählt hatte. Anfangs hatte ich meinen Eltern zwar zugestimmt, dass der Name zu fremd klang, aber dann fand ich Martha so schrecklich, dass ich Taisha schließlich zu meinem Geheimnamen machte. In eher barschem Tonfall, den sie jedoch gleich hinter einem gutmütigen Lächeln verbarg, stellte sie mir eine Reihe von Fragen, die allerdings in Wirklichkeit meist Feststellungen waren. »Sie sind nicht aus Arizona?« »Ich bin erst vor einem Jahr hergekommen, um hier zu arbeiten.« Seltsamerweise antwortete ich wahrheitsgemäß, was ungewöhnlich war, da ich es gewohnt bin, sehr vorsichtig zu sein, insbesondere bei wildfremden Leuten. »Sie können kaum älter als 20 sein. In ein paar Monaten werde ich 21. Sie haben einen leichten Akzent. Amerikanerin sind Sie anscheinend nicht, aber ich kann nicht genau heraushören, woher Sie nun stammen. Ich bin Amerikanerin, habe aber als Kind in Deutschland gelebt. Mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter Ungarin. Ich bin von zu Hause weg, als ich aufs College ging. Ich bin nie zurückgekehrt. Ich wollte mit meiner Familie nichts mehr zu tun haben.« »Da scheint es ja wohl überhaupt nicht geklappt zu haben mit Ihren Leuten.« »Nein, ich war todunglücklich. Ich konnte es gar nicht erwarten, endlich von zu Hause wegzukommen.« Sie lächelte und nickte, als wären ihr solche Fluchtimpulse sehr vertraut. »Sind Sie verheiratet?« fragte sie mich. »Nein, ich habe niemanden auf der Welt«, sagte ich mit einem Anflug von Selbstmitleid, wie ich ihn immer hatte, wenn ich über mich sprach. Sie sagte nichts dazu, sondern erzählte jetzt von sich, sehr ruhig, aber ohne Umschweife, so als wolle sie mir alles Missbehagen nehmen und zugleich mit jedem Satz so viel wie möglich über sich mitteilen.
Während sie sprach, steckte ich meine Zeichenstifte ins Etui zurück, aber ohne den Blick von ihr abzuwenden. Sie sollte nicht den Eindruck haben, dass ich nicht zuhörte. »Ich war ein Einzelkind und meine Eltern sind beide tot«, sagte sie. »Mein Vater stammte aus einer mexikanischen Familie in Oaxaca, aber meine Mutter war Amerikanerin deutscher Abstammung. Ihre Familie hatte sich zuerst im Osten niedergelassen, lebt jetzt aber in Phoenix. Ich komme gerade von der Hochzeit einer meiner Cousinen.« »Wohnen Sie auch in Phoenix?«, fragte ich. »Ich habe mein halbes Leben in Arizona verbracht und die andere Hälfte in Mexiko«, sagte sie. »Aber seit einigen Jahren bin ich im Staat Sonora in Mexiko zu Hause.« Ich zog den Reißverschluss meiner Mappe zu. Die Begegnung und dieses Gespräch hatten mich aus der Bahn geworfen und ich wusste, dass ich an diesem Tage nichts mehr zustande bringen würde. »Ich habe auch den Orient bereist«, sagte sie, wie um meine Aufmerksamkeit wieder einzufangen. »Akupunktur habe ich da gelernt und die Kampf- und Heilkünste. Ich habe sogar ein paar Jahre in einem buddhistischen Kloster gelebt.« »Wirklich?« Ich sah ihr in die Augen. Sie hatten den Ausdruck eines Menschen, der viel meditiert. Feuer und Stille. »Ich interessiere mich auch sehr für den Osten«, sagte ich. »Vor allem für Japan. Ich habe mich auch schon mit Buddhismus und den Kampfkünsten befasst.« »Wirklich?« kam es genauso von ihr. »Ich wünschte, ich könnte Ihnen meinen buddhistischen Namen verraten, aber geheime Namen sollten nur unter ganz besonderen Umständen offenbart werden.« »Aber ich habe Ihnen doch auch meinen geheimen Namen verraten«, erwiderte ich. »Ja, Taisha, das haben Sie und es ist für mich von großer Bedeutung«, sagte sie in einem Ton, der das Thema für vorerst beendet erklärte. »Sind Sie mit dem Wagen hier?«, fragte ich und sah mich um, ob irgendwo ein Auto stand. »Das wollte ich Sie auch gerade fragen. Ich habe meinen Wagen ein paar hundert Meter südlich von hier auf einem Feldweg stehen lassen. Und wo ist Ihrer?« »Haben Sie einen weißen Chevrolet?«, fragte sie mit einem schelmischen Lachen. »Ja.« »Dann steht meiner gleich neben Ihrem.« Sie kicherte, als wäre drin irgendetwas komisch. Seltsam. Irgendwie ärgerte mich ihr Lachen. »Ich muss jetzt los«, sagte ich. »War nett, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen.« Ich ging in die Richtung, in der mein Wagen stand und nahm an, die Frau würde noch bleiben und die Landschaft bewundern. »Ach nein, noch nicht auf Wiedersehen«, sagte sie. »Ich komme mit.« Wir gingen zusammen. Neben mir, mit meinen gut 50 Kilo, war diese Frau wie ein Felsen. In der Körpermitte wirkte sie rund und kraftvoll. Man hätte leicht denken können, sie sei ein wenig dicklich, aber das war sie nicht. »Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Mrs. Grau?« Das Schweigen war mir unangenehm. Sie blieb stehen und sah mich an. »Ich bin für niemanden eine Mrs.«, schnappte sie. »Ich bin Clara Grau. Du kannst mich gern Clara nennen. Ja los, frag mich, was du willst.« Ich nahm ihr Du an, ließ mich aber durch ihren Tonfall gleich zu einer Bemerkung hinreißen. »Du scheinst nicht gerade sehr für Liebe und Ehe zu sein.« Sie warf mir einen wilden, aber gleich wieder milder werdenden Blick zu. »Jedenfalls bin ich ganz bestimmt nicht für Sklaverei.« »Und das gilt nicht nur für Frauen. Aber was wolltest du mich eben eigentlich fragen?« Ihre Antwort traf mich so unvorbereitet, dass mir nicht mehr einfiel, was ich hatte fragen wollen, und so starrte ich sie bloß an und kam mir ziemlich töricht vor. »Was hat dich dazu gebracht, den ganzen Weg bis da hinten zu laufen?«, fragte ich hastig. »Ich komme hierher, weil das ein Ort der Kraft ist.« Sie deutete auf die Lavaformation hinter uns. »Irgendwann hat die Erde das Gestein dieser Berge gespien wie Blut.« »Wenn ich in Arizona bin, mache ich immer den Umweg hierher. Diese Stelle strömt eine besondere Erdenergie aus. Aber jetzt möchte ich auch dich etwas fragen. Was hat dich auf diese Stelle gebracht?« »Ich komme oft hierher. Das hier ist mein Lieblingsplatz zum Zeichnen. Ich hatte das keineswegs als Witz gemeint, aber sie lachte schallend.« »Damit ist ja alles klar«, rief sie und fuhr leiser fort. »Ich werde dich jetzt um etwas bitten, was dir vielleicht etwas abwegig, wenn nicht gar völlig absurd vorkommen wird. Aber hör erst mal zu. Ich möchte, dass du zu mir mit nach Hause kommst und ein paar Tage mein Gast bist.«
Ich hatte schon die Hand gehoben, um dankend abzulehnen, aber sie fiel mir ins Wort, ich möge es mir doch noch einmal überlegen. Und sie fügte hinzu, unser gemeinsames Interesse für den Osten und die Kampfkünste sei doch wohl Grund genug für einen ernsthaften Meinungsaustausch. »Wo wohnst du überhaupt?« fragte ich. »In der Nähe von Novojoa.« »Aber das sind 400 Meilen.« »Ja, es ist ganz schön weit, aber es ist herrlich da und so friedlich. Ich bin mir sicher, dass es dir gefallen würde.« Sie schwieg einen Augenblick, wie um eine Antwort abzuwarten, und sagte dann, »Im Übrigen scheint mir, dass du im Moment ohnehin nichts Bestimmtes vorhast und dir schon Gedanken machst, was du denn nun wohl machen könntest. Na ja, und vielleicht ist das hier genau das, worauf du gewartet hast.« Sie hatte recht mit der Annahme, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ich hatte eben erst meinen Job als Sekretärin gekündigt, um mit meiner künstlerischen Arbeit weiterzukommen. Ganz sicher aber hatte ich keine Lust, bei irgendwem zu Gast zu sein. Ich sah mich um in der Hoffnung, irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, der mir die Entscheidung erleichtern würde. Ich hatte nie eine Erklärung gefunden für meine Überzeugung, dass mir aus meiner Umgebung Hilfen oder Hinweise zukommen. Aber sehr oft war es wirklich so. Ich hatte da eine Technik, über deren Herkunft ich ebenfalls überhaupt nichts wusste, die mir aber Alternativen erschloss, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Ich fixierte dabei den südlichen Horizont und ließ meine Gedanken einfach schweifen. Weshalb es gerade der Süden sein musste, wusste ich nicht. Nach einigen Minuten des Schweigens flogen mir dann für gewöhnlich Einsichten zu, die mir die Entscheidung über das weitere Vorgehen ermöglichten. So fixierte ich auch jetzt, während wir weitergingen, den südlichen Horizont, und plötzlich sah ich die Grundstimmung meines Lebens vor mir daliegen, wie diese öde Wildnis. Natürlich war mir bekannt, dass das ganze südliche Arizona, ein Teil von Kalifornien und große Teile des mexikanischen Staates Sonora Wüsten sind. Aber mir war noch nie aufgefallen, wie leer, wie wüst und trostlos dieses Land war. Es dauerte einen Augenblick, bis die Botschaft bei mir ankam, dass mein Leben so öde und leer war wie diese Wüste. Ich hatte mit meiner Familie gebrochen und keine eigene aufgebaut. Ich hatte nicht einmal irgendwelche Zukunftsaussichten. Ich hatte keine richtige Arbeit. Ich hatte von einer Tante, nach der ich benannt bin, ein bisschen was geerbt. Aber das war jetzt aufgebraucht. Wahrhaftig, ich stand mutterseelenallein in der Welt. Die Weite ringsumher war so unbarmherzig, gleichgültig. Eine Woge von Selbstmitleid riss mich mit. Ich spürte, dass ich einen Freund brauchte, jemanden, der die Einsamkeit meines Lebens von mir nehmen konnte. Mir war klar, dass es unsinnig wäre, Claras Einladung anzunehmen und mich in etwas Unbekanntes zu stürzen, das ich nicht in der Hand hatte, aber da war etwas in ihrer Art, in ihrer Direktheit und körperlichen Vitalität, das mich neugierig machte und mir Respekt einflößte. Ich musste mir eingestehen, dass ich sie um ihrer Schönheit und Stärke willen bewunderte, ja, beneidete. Sie war eine höchst erstaunliche, beeindruckende Frau, selbstständig, unabhängig, unerschütterlich und dabei keineswegs hart oder humorlos. Sie war genau das, was ich immer hatte sein wollen. Und vor allem, ihre bloße Gegenwart schien meine Trostlosigkeit zu vertreiben. In ihrer Umgebung war alles von Energie und pulsierendem Leben zu spüren, von unvorstellbaren Möglichkeiten. Trotz allem, es war nun mal mein Grundsatz, dass ich nie solche Einladungen annahm, schon gar nicht von jemandem, den ich eben erst in der Wüste getroffen hatte. Ich hatte ein kleines Appartement in Tucson, und wenn ich mich einladen ließ, würde mich das zu einer Gegeneinladung verpflichten. Dazu war ich nicht bereit. Einen Augenblick lang stand ich bewegungslos und unschlüssig da. »Ach, sag doch ja«, drängte Clara. »Es würde mir so viel bedeuten.« »Na gut, könnte ich eigentlich ruhig machen«, war meine etwas schwächliche Antwort, obwohl ich eigentlich das Gegenteil sagen wollte. Ihr Blick verriet, dass sie sich freute, und ich versuchte, meine Panik hinter einer Munterkeit zu verstecken, die ich wahrlich nicht empfand.
Ein Tapetenwechsel kann mir nur gut tun, sagte ich. Ein richtiges Abenteuer. Sie nickte beifällig und sagte, du wirst es nicht bereuen. Die Sicherheit, die sie dabei ausstrahlte, beschwichtigte meine Zweifel ein wenig. Wir können uns zusammen in den Kampfkünsten üben. Sie machte ein paar kurze Bewegungen mit der Hand, die von erstaunlicher Kraft und Eleganz waren. Eine derartige Behendigkeit hatte ich bei dieser eher stämmig wirkenden Frau nicht erwartet. Welche Kampfkunst hast du denn im Osten gelernt? Fragte ich, als ich sie mühelos die Haltung eines Langstabfechters einnehmen sah. »Ich habe alle Arten und Stile gelernt, aber eigentlich keine bestimmte«, erwiderte sie mit dem Anflug eines Lächelns. »Wenn wir bei mir zu Hause sind, will ich es dir gern zeigen.« Wir gingen den Rest der Strecke schweigend. Als wir unsere Wagen erreichten, verstaute ich meine Sachen im Kofferraum und wartete darauf, dass Clara etwas sagte. »Also dann los«, sagte sie, »ich fahre vor. Fährst du schnell oder langsam, Taisha?« »Ich krieche.« »Ich auch. Das Leben in China hat mir alle Hetze ausgetrieben. Darf ich dich etwas über China fragen, Clara?« »Natürlich. Ich habe ja schon gesagt, du kannst mich fragen, was du willst.« »Du musst vor dem Zweiten Weltkrieg in China gewesen sein. Stimmt das?« »Oh ja, das ist eine Ewigkeit her. Du bist vermutlich noch nicht auf dem chinesischen Festland gewesen, oder?« »Nein, nur in Taiwan und Japan.« »Vor dem Krieg war da alles ganz anders«, sagte Clara versonnen. »Die Verbindung zur Vergangenheit war noch intakt. Jetzt ist alles wie abgeschnitten.« Aus irgendeinem Grund traute ich mich nicht zu fragen, was sie damit meinte. Also fragte ich, wie lange wir bis zu ihrem Haus unterwegs sein würden. Claras Antwort blieb beklemmend vage. Sie sagte nur, ich solle mich auf eine anstrengende Fahrt einstellen, aber sie fügte in milderem Tonfall hinzu, sie finde meinen Mut sehr vielversprechend. Einfach so mit einem wildfremden Menschen mitzugehen, sagte sie, ist entweder ein Zeichen von Dummheit oder von Wagemut. Normalerweise bin ich vorsichtig, erklärte ich, aber diesmal erkenne ich mich selbst kaum wieder. Das war wirklich so, und je mehr ich über mein unerklärliches Verhalten nachdachte, desto größer wurde meine Beunruhigung. »Erzähl mir doch ein bisschen von dir«, bat sie leutselig und kam sogar zu meinem Wagen herüber, wie um mich zu beruhigen. Und wieder sagte ich, was sonst undenkbar war, einfach die Wahrheit über mich. »Meine Mutter ist Ungarin, aber aus einer alten österreichischen Familie. Sie hat meinen Vater während des Zweiten Weltkriegs in England kennengelernt, als sie beide in einem Lazarett arbeiteten. Nach dem Krieg sind sie in die Vereinigten Staaten gegangen und später nach Südafrika.« »Weshalb nach Südafrika?« »Meine Mutter hatte da Verwandte, bei denen sie sein wollte.« »Hast du Geschwister?« »Ich habe zwei Brüder, ein Jahr auseinander. Der Ältere ist jetzt 26.« Sie sah mich unverwandt an, und mit einer Leichtigkeit, die ich noch nie erlebt hatte, kamen plötzlich Gefühle und Schmerzen hoch, die ich ein Leben lang in mir versteckt hatte. Ich erzählte ihr, dass ich als Kind sehr einsam war. Meine Brüder gaben sich überhaupt nicht mit mir ab, weil ich bloß ein Mädchen war. Als ich ganz klein war, banden sie mir ein Seil um, das sie an einem Pfahl befestigten, und tollten dann herum oder spielten Fußball, während ich wie ein Hund angebunden war. Ich konnte nur an meinem Seil zerren und zusehen, wie sie sich vergnügten. Als ich größer war, lief ich ihnen nach, aber da hatten sie dann schon Fahrräder und ich konnte wieder nicht mithalten. Und wenn ich meiner Mutter mein Leid klagte, sagte sie nur, Jungen sei nun mal Jungen und ich solle lieber mit meinen Puppen spielen oder im Haus helfen. Deine Mutter hat dich so erzogen, wie es in Europa halt üblich war, sagte Clara. Das weiß ich, aber ein Trost ist das nicht. Nachdem ich einmal angefangen hatte, gab es nun kein Halten mehr und ich musste dieser Frau mehr über mein Leben erzählen. Meine Brüder, erzählte ich weiter, machten Ausflüge und dann gingen sie zur Schule. Aber ich musste zu Hause bleiben.
Ich wollte auch so gern Abenteuer erleben, aber meine Mutter sagte, Mädchen müssten lernen, wie man Betten macht und bügelt. Eine Familie zu versorgen, sagte sie immer, das ist Abenteuer genug. Frauen sind dazu da, sich unterzuordnen. Ich war den Tränen nahe, als ich Clara erzählte, ich hätte mein Leben lang drei Herren zu dienen gehabt, meinem Vater und meinen beiden Brüdern. Das scheint ein ganz schönes Päckchen gewesen zu sein, warf Clara ein. Es war furchtbar. Als ich ging, hatte ich nur noch eines im Sinn, so weit weg wie möglich. Und Abenteuer habe ich jetzt auch. Aber so wahnsinnig aufregend und lustig war das alles bisher eigentlich nicht. Ich bin wohl einfach nicht dazu erzogen, unbeschwert und fröhlich zu sein. Jetzt wurde mir doch immer beklommener zumute, denn schließlich entblößte ich hier mein Innenleben vor einem wildfremden Menschen. Ich schwieg und sah Clara an und wartete auf eine Reaktion, die mir entweder alle Angst nehmen oder sie so weit steigern würde, dass ich meine Zusage widerrief und doch nicht mit ihr mitging. »Tja«, sagte sie, »anscheinend gibt es da nur eine Sache, die du wirklich kannst. Und so wird es wohl gut sein, wenn du das Beste daraus machst.« Ich dachte, sie meinte das Zeichnen und Malen, aber zu meinem Entsetzen fuhr sie fort, »das Einzige, was du kannst, ist dich selbst bemitleiden.« Meine Finger klammerten sich um den Türgriff. »Das ist nicht wahr«, fuhr ich auf. »Wie kannst du so etwas sagen?« Sie lachte kopfschüttelnd und sagte, »du und ich, wir sind uns ziemlich ähnlich. Man hat uns beigebracht, passiv und unterwürfig zu sein und uns allem anzupassen. Aber innerlich kochen wir. Wir sind wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch. Und vergrößert wird der Frust noch dadurch, dass wir keine Träume und Erwartungen haben, außer eben der, dass wir eines Tages den Richtigen finden, der uns aus dem Elend befreit.« Ich war sprachlos. »Na, hab ich recht? Hab ich recht? Sei ehrlich, hab ich nicht recht?« Ich ballte die Fäuste und war drauf und dran, ihr zu sagen, dass ich nicht mitfahren würde. Aber Claras Lächeln war so herzlich und ihre ganze Ausstrahlung lag etwas so Lebendiges und Wohliges, dass für mich einfach keine Notwendigkeit bestand, zu lügen oder mich zu verstecken. »Ja, du hast mich in der Zange«, gab ich zu. Es war nicht zu leugnen, das Einzige, was meinem trüben Dasein ein wenig Sinn gab, außer der Kunst, war diese vage Hoffnung, dass ich eines Tages einem Mann begegnen würde, der mich verstand und als das besondere Wesen schätzen würde, das ich war. »Vielleicht wird sich dein Leben zum Besseren wenden«, sagte Clara, und es klang wie ein Versprechen. Sie stieg in ihren Wagen und gab mir ein Zeichen, ihr zu folgen. Jetzt erst fiel mir ein, dass sie mich gar nicht gefragt hatte, ob ich meinen Pass oder genügend Kleider und Geld bei mir hatte. Aber das machte jetzt nichts mehr. Ich wusste nicht, warum. Aber als ich die Handbremse löste und der Wagen anfuhr, war ich ganz sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hatte. Vielleicht würde sich mein Leben doch noch ändern.